Sie sind hier, 6. September 2018, 16.06 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Adam Elliott übertrieb es mit den Feierlichkeiten zum Saisonabschluss in der NRL. Urheberrecht Getty Image. Sie tanzen nackt und betrunken auf dem Balkon eines Pubs. Nun drohen den australischen Rugby-Spielern Adam Elliott und Asipili Fine ernsthafte Konsequenzen. Für zwei australische Rugby-Spieler könnten die aus dem Ruder gelaufenen Saisonabschlussfeierlichkeiten der Canterbury Bulldogs ernsthafte Konsequenzen haben. Die beiden wurden am Donnerstag wegen unsittlicher Entblößung angeklagt. Bilder in australischen Zeitungen zeigen Adam Elliott und Asipili Fine nackt und volltrunken in einem Pub in Sydney. Einem weiteren Spieler wird aggressives Verhalten vorgeworfen. Die Liga verdonnerte Canterbury wegen der Exzesse bereits zu einer Strafe von 250.000 australischen Dollar, rund 150.000 Euro. Der Club akzeptiert, dass die Bilder und das Benehmen beim Teamtreffen am Montag nicht akzeptabel waren und ein extrem schlechtes Bild des Sports zeichnen, sagte Clubchef Andrew Hill. Es sind gute Menschen, die sich unreif und kindisch verhalten haben. Spieler tanzen nackt auf Balkon. Der Tag der jährlichen Partys zum Saisonende der National Rugby League NRL wird schon seit längerem aufgrund der Alkoholausschweifungen in den Medien als Meat Monday bezeichnet. Die Bulldogs trieben es auf die Spitze, als die Spieler auf einem Balkon eines Pubs in Sydney einen Striptease hinlegten und auch die letzten Höhen fallen ließen. Die Gerichtsverhandlung ist für den 24. Oktober angesetzt, von Sportinformationsdienst.